Spezielles. Der Bernhard, mein Vorredner, wollte vielleicht weismachen, dass Formulare einfach sind, aber das wirklich leicht verdauliche Thema habe ich mitgebracht. Mit schönen Testdaten kann man im Alltag allerdings sehr viel anfangen, wenn man an der Schraube noch nicht gedreht hat. Und wir schauen uns viele Codebeispiele an, die im Alltag sehr nützlich sein können, um einfach ein Themengebiet vielleicht mal zu verbessern, auf das nicht so viel Wert gelegt wird, aber was beim Kunden einen Eindruck machen kann, was die Entwicklung erleichtern kann und was Spaß macht, sich einfach mal anzuschauen und dort was zu machen. Bevor ich jetzt näher in die Tiefe gehe zum Thema Testdaten, ein paar Worte über mich. Mein Name ist Philipp Rieber, ich komme aus München. Mein Handle im Web überall ist Big P. Ich werde immer gefragt, warum Big P oder BitsP und keiner kann es aussprechen. Es kam mal von Big für groß und P für Philipp, also großer Philipp. Deswegen Big P, der Name ist überall frei, der Username, sehr praktisch. Genau. Ich bin PHP-Entwickler im Grunde. Und das zweite Hauptgebiet ist Symfony. Schon seit Version 1.0, glaube ich auch, also schon sehr lange dabei. Ich glaube, bei 8 Jahren wäre jetzt mein Badge ungefähr, also ein Jahr weniger als von Christian vorher. Ich bin auch DevOps-Geschichten mache ich sehr gerne, also Automation und jetzt Docker und so. Das sind meine Gebiete nebenbei noch gerne. Früher habe ich mich auch mal als Full-Stack-Entwickler bezeichnet, wo man noch alles aus einer Hand gemacht hat. Aber seit ein Kollege gesagt hat, dass der Full-Stack-Entwickler der Einzige ist, der fähig ist, in jedem Teil einer Applikation technische Schuld einzubauen, habe ich mich zurückbesonnen auf meine Kerngebiete und es macht mir jetzt auch richtig Spaß, mal fokussiert zu arbeiten und jetzt in Richtung DDD und schöne Tests, Behead und so weiter zu gehen. Ansonsten bin ich auch technischer Autor, also ich schreibe gern für projektspezifische Sachen, Dokumentationen, genauso wie veröffentlichte, 2 PHP-Bücher veröffentlicht, schon lange her, Artikel im PHP-Magazin zum Beispiel, Übersetzungen, technische Übersetzungen oder Symfony-Dokumentationen. Der ganze Talk basiert auch auf einem Artikel, der letztes Jahr im PHP-Magazin war. Vielleicht hat es jemand gelesen. Oder liest überhaupt jemand das PHP-Magazin? Einer? Zwei? Okay. Wer hat es als Deko im Büro ausliegen? Okay, also ich habe das Thema dann nochmal aufgerollt quasi und aufgefrischt und aktualisiert und möchte es als Talk präsentieren. Eine Sache noch, ich co-organisiere die 15 User Group in München. Da sind wir eine ganz nette Truppe, die sich da regelmäßig trifft und wenn jemand mal in München vorbeikommt, als Gast oder gerne auch als Speaker, kann sich gerne bei mir melden und würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen. Was bringen jetzt so die nächsten 30, 35 Minuten? Ist ungefähr in 4 gleiche Teile aufgeteilt, der Talk. Also einmal, warum Testdaten überhaupt? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Was kann ich mit herkömmlichen Methoden machen? Warum sollte ich dort investieren? Und dann 2 konkrete Bibliotheken vorgestellt, Faker und Alice, die einem da massiv die Arbeit erleichtern können, wie wir gleich sehen werden, im Vergleich dazu, wenn man selber versucht, Sachen aufzusetzen. Und als letzter Teil, wie kriege ich das Ganze dann integriert, diese Bibliotheken in meine Toolchain? Und da habe ich jetzt mal Symfony und Behead rausgesucht, weil das sicher die relevantesten Sachen jetzt sind für uns als Symfony-Entwickler. Also Testdaten, warum? Ich habe viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt mit Projekten, wo nicht viel Wert auf Testdaten gelegt wurde und dann hatte man einfach mal eine leere Demo-Applikation, am Beispiel von einem Shop. Da ist dann natürlich erstmal kein User, keine Produkte. Und die Entwickler fangen dann zu Demo-Zwecken an, das in die Web-Formulare selber schnell einzugeben, um irgendwas zu testen. Das Datenbankschema wird dann natürlich nicht so gerne neu geladen oder so.
Also, und gerade so im Agenturumfeld kommt man mit Testdaten aus den verschiedensten Bereichen in Kontakt, zu verschiedensten Branchen. Und dort teilweise auch Daten zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Oder man muss sich dann Listen pflegen und so weiter. Den Kunden fragen gleich, ob er Daten zur Verfügung hat, wenn man es schöner machen will. Also insofern ist es also ein Herzensthema von mir und ein Plädoyer für bessere Testdaten. Also es ist, wie gesagt, ein einfaches Thema, aber überraschend, was man rausholen kann. Ja, die beste Quelle der Wahrheit ist natürlich immer die Symfony-Dokumentation. Was sagt die Symfony-Dokumentation? Erstmal das englische Wort für Testdaten ist Fixtures, leicht geläufig. Also Fixtures ist ein kontrolliertes Set an Daten, das sich immer wieder in die Datenbank laden kann, um eine Applikation zu Demo-Zwecken oder zu Testing-Zwecken zu befüllen. Also kurz festgehalten, Testdaten kann ich verwenden, um meine Applikation zu initialisieren erstmal. Wie gesagt, der Beispielshop zum Beispiel, dass dort immer Produkte drin sind, dass dort User drin sind, dass dort vielleicht auch User in verschiedenem Status drin sind, wenn die verschiedene Rechte zum Beispiel haben, damit ich nicht immer erst im Backend irgendwo rumschrauben muss, wenn ich einen User haben möchte, der ein bestimmtes Recht hat, der schon 3 Bestellungen hat oder sonstiges. Und auf der anderen Seite kann ich sie natürlich auch für automatisierte Tests verwenden, was natürlich erstmal stutzig macht, weil Testdaten kann ich jetzt auch kann ich beim Test gerade explizit hinschreiben. Ich möchte ja wissen, gegen was ich genau teste. Aber wo es sehr hilfreich sein kann, Testdaten dann auch automatisch zu generieren, ist, wenn ich zum Beispiel einen User erzeugen möchte. Mich interessiert aber eigentlich im Test nur eine Eigenschaft des Users. Aber ich muss dann alle anderen Felder auch initialisieren. Die Daten sind mir eigentlich egal. Dort kann ich zum Beispiel beliebige Testdaten reinschreiben, um Validierungen auf den Settern zum Beispiel jetzt im Sinne von DDD zu überhaupt passieren zu können. Als Beispiel-Entity habe ich einen kleinen User mit 4 Eigenschaften. Ich hätte jetzt auch was Größeres nehmen können, aber es würde vielleicht ein bisschen unübersichtlich werden, aber es zeigt so die Dimension, was man eigentlich alles für Daten braucht in der Realität. Also bleibe ich mal lieber beim kleinen Beispiel. Wenn ich das jetzt auf ein Backend zum Beispiel abbilde, dann kommt einem vielleicht so etwas vertraut vor. Ich habe jetzt erstmal eine leere Seite und da es user-generierter Content ist, möchte ich eigentlich zu Development- oder Präsentationszwecken hier Daten drin haben. Da würde ich dann vielleicht mal so anfangen, wenn ich es über das Webformular eingebe. Am Anfang ist die Motivation noch ein bisschen höher. Bei den ersten 2 Zeilen weiter unten, da schaut es dann aus, als wäre man noch über das Keyboard gerutscht. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, automatisiert Daten sich zu laden, sich ein SQL-Skript zu schreiben, sich ein Shell-Skript zu schreiben, dass es wiederverwendbar wird, aber dort werde ich vermutlich eine Schleifenvariable oder sowas benutzen und das sieht natürlich auch nicht so schön aus beim Kunden, die sind ja meistens dann visuelle Menschen, wo schon eine Farbabweichung irgendwie auf einen Fehler hindeutet, nur weil man es noch nicht eingestellt hat, also die sind aber nicht so erfreut, sowas zu sehen. Da wäre es ja schöner, wenn man eigentlich sowas hat, was dann schon ziemlich echt aussieht. Und auch wird zum Beispiel hier eine Lücke zu sehen, sowas Rechnung tragen könnte, wenn ich optionale Daten zum Beispiel habe. Also wenn ich ein Feld habe, Geburtstag, kann der User im Profil eigentlich nur optional angeben, dann möchte ich es vielleicht auch in ein paar Fällen nicht befüllen, um einfach die Realität besser abzubilden. Wo kriege ich jetzt solche Daten her? Ich kann natürlich mal den Kunden fragen, ob er welche hat für mich. Vielleicht gibt es da Datenschutzprobleme. Wo kriege ich die Logik her, um so Ausnahmefälle zu definieren? Kurz festgehalten. Testdaten. Ich brauche also Testdaten, die nur möglichst echt ausschauen sollten, aber es muss nicht unbedingt was dahinter sein.
Und dieses Auto ist tatsächlich direkt vor mir gefahren. Da dachte ich, das trifft sich ganz gut, schnell. Musste ich, glaube ich, noch stundenlang nach dem Foto suchen wieder. Wie sieht es denn aus mit Unterstützung in Symphony zu dem Thema? Kann man mal wieder in die Dokumentation gucken. Also, man könnte PHP-Skripte verwenden, SQL-Skripte verwenden, Shell-Skripte verwenden. Aber da es ein allgemeines Interesse ist, sowas zu machen, bietet Symfony die Option, das einfach in einen Fixtures-Folder zu legen, schön in YAML zu beschreiben, welche Daten ich haben möchte und mit einem CLI-Command zu laden. Der Haken in der Geschichte ist nur, das war mal in Symfony 1 so, wem es aufgefallen ist, das kleine S an der Dokumentation. Das heißt, es gab da mal eine Zeit, da konnte ich schön in einem YAML-File beschreiben, welche Klasse möchte ich und in welchen Feldern möchte ich die welche Testdaten auf welches Feld möchte ich mappen, und dann kann ich es mit dem Kommando einfach laden. Ja, wenn gar nichts mehr geholfen hat, dann konnte man auch direkt PHP reinschreiben und dann eben mit dem Kommando laden. Also es war eine schöne Sache. Die hätte man vielleicht in Symfony 2 auch gerne. Wie sieht da die Unterstützung aus? Ja, schade. Kein eingebauter Weg, hier zu laden, aber da ist ja, wenn man länger darüber nachdenkt, eigentlich, wenn ich in die Datenbank lade, mehr zur Datenbank gehört und Symfony 2 ja alles abgetrennt hat, was nichts mit HTTP-Framework zu tun hat, gehört das auf die Doctrine-Seite, und Doctrine bringt das schöne, vielleicht vertraute Doctrine Fixtures Bundle mit, wo ich einfach eine Load-Methode habe, und dort kann ich meine Testdaten erstellen. Muss ich jetzt von einer abstrakten Klasse erben, wenn ich jetzt sowas machen möchte wie Ladereihenfolge oder den Container Zugriff haben möchte, dann muss ich noch eine Handvoll Interfaces implementieren oder von einer anderen Klasse erben. Aber es ist noch nicht zu den Testdaten selbst gesagt. Das bietet mir jetzt nur einen Mechanismus eigentlich, um irgendwas in die Datenbank zu laden mit diesem Kommando. Sprich, das Eigentliche, um was es geht, die Testdaten zu erstellen, ist ein großes schwarzes Loch. Was mache ich da? Da muss ich mir selber was ausdenken, bin ich auf mich allein gestellt, und dann endet das wahrscheinlich erstmal so. Ich erstelle mir einfach mal drei User und habe dann eben jetzt wenigstens eine schönere Variante von automatisiert erstellten Daten im Vergleich zum Custom-Skript. Okay, aber die Daten unterscheiden sich nur in der Zählvariable. Wenn ich jetzt dort was verschönern will, dann schreibe ich mir eigene Code-Snippets vielleicht, die ich vielleicht als Methoden in der Fixtures-Klasse anlege. Und wenn man sich mal ein paar Beispiele anschaut, wenn ich jetzt einen eindeutigen Namen haben möchte, könnte jetzt auch eine E-Mail-Adresse sein, im Falle von, wenn es für den Usernamen zum Beispiel ist, eindeutig sein muss. Also ich muss mir erstmal einen Datenpool beschaffen, ausdenken, kopieren, als Array formatieren, in eine zufällige Reihenfolge bringen und mir einen Datensatz rausholen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Zeitzonen denke, ich bräuchte jetzt eine Zeitzone, die ich jetzt setzen möchte, im User-Profil, weil das dort auswählen kann. Ich muss jetzt erstmal in die PHP-Doku wahrscheinlich schauen, wo kriege ich überhaupt alle verfügbaren Zeitzonen her. Muss ich wieder ein bisschen Zufallslogik einbauen. Wenn ich etwas habe wie Conditions, der letzte Login, der sollte vielleicht in der Vergangenheit liegen, sonst sieht das irgendwie blöd aus zu Demo-Zwecken. Fange ich an, ein bisschen Datumsarithmetik zu machen, was dann auch sehr schnell ausufern kann. Und wenn ich dann noch komplexere Fälle habe, wie zum Beispiel, ich möchte eine Zufallsanzahl aus einem Array an Skills haben, weil der User seine Skills auswählen kann in seinem Profil, dann artet das also ziemlich aus. Und wenn ich dann noch an das Thema Lokalisierung denke, wären schon mal englische Postleitzahlenformate oder japanische Städtenamen und so weiter gesucht hat und recherchiert hat, da ufert es dann aus. Und was macht man in dem Fall? Wenn man was nicht mehr selber machen möchte, dann nimmt man was, was es schon gibt und was einem die Arbeit abnimmt. Das wäre dann die erste Bibliothek, Faker, zur Erzeugung realistischer Testdaten. Also da geht es jetzt erstmal nur um die
Testdaten und nicht um das Laden oder Organisieren der Daten. Das ist nicht meine Bibliothek, sondern alle Credits an den François Zaninotto bitte. Das gibt es seit 2012. Alle anderen Sprachen waren da irgendwie schon wieder weit voraus. Ich glaube, in Perl und Ruby gab es das alles auch schon 10 Jahre vorher oder so. Faker hat überhaupt keine Abhängigkeiten, also es ist plain PHP. Kann ich mir einfach mal so zum Test direkt installieren. Und zur Verwendung den obligatorischen Autoloader einbinden, eine Faker-Generator-Instanz erstellen über eine Factory und auf diesem Faker-Objekt kann ich jetzt mir Testdaten abrufen. Das sieht dann einfach so aus. Also wenn ich einen Namen brauche, rufe ich Faker-Name auf, wenn ich eine E-Mail brauche, Faker-E-Mail und so weiter. Da werden wir jetzt noch ein paar mehr Beispiele sehen, was es alles gibt. Aber es ist ziemlich umfangreich. Das sind jetzt alles Fake-Daten, die jetzt keine Argumente benötigen. Es gibt dann noch den Fall, wenn ich zum Beispiel eine Zufallsnummer haben möchte, wenn ich random Elemente aus einem Array haben möchte, wenn ich einen String haben möchte, der aus Buchstaben oder Zahlen besteht oder aus beiden oder einer regular expression entspricht. Für all sowas gibt es jetzt Methoden, also wenn ich zum Beispiel eine komplizierte Produkt-ID habe, die ich jetzt haben möchte, dann gibt es dafür auch Methoden, wie gesagt, einfach einen regulären Ausdruck schreiben und Faker gibt mir einen String, der diesem regulären Ausdruck entspricht. In dem Beispiel Lexifiles ist auf Buchstaben beschränkt. Genau, um den Umfang so zu sehen, was es alles gibt und was man alles denken könnte, was man so braucht, also Datenpools und Personennamen, also zum Beispiel von Wikipedia, die immer von jeder Sprache so die 1000 häufigsten Namen hinterlegt, aber an so Sachen auch wie MIME-Types, Top-Level-Domains, die ganzen Listen, User-Agent-Strings, alles hinterlegt. Dann gibt es natürlich auch andere Daten, die irgendwelchen Algorithmen entsprechen müssen oder Mustern, so wie jetzt Ernst- oder Kreditkartendaten, IP-Adressen. Da ist es ja auch schön, wenn ich jetzt nicht alles zulasse, wenn ich es mir selber generiere mit einfach nur einem Zufallszahl oder so, sondern dort kriege ich einfach eine wirklich echte IP-Adresse, MAC-Adresse, UUID oder manche von den Daten sind auch mit Services gekoppelt. Wenn ich zum Beispiel eine Bild-URL benötige, dann erzeugt es mir eine Bild-URL, die Florian Pixel verwendet, wenn das jemand kennt, wo ich einfach angeben kann, in welcher Größe ich ein Bild haben möchte und er bietet mir einfach eine URL, wo ich dann so ein Bild, wo dann so ein Bild auch wirklich dahinter liegt. Aber da sehen wir gleich noch ein Beispiel. Kurz zum Faker-Vokabular. Es gibt den Formatter, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Ein Formatter liefert mir einfach einen entsprechenden Testdatensatz, den ich haben möchte. Provider gruppiert Formatter in Packages und Modifier können den Output des Formatters modifizieren. Da schauen wir es uns im Detail an. Die Formatter, hier mit noch ein paar mehr Beispielen, kann ich aufrufen, einfach als öffentliche Property oder als Methode. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Magic, aber so ist es hier, weil eigentlich brauche ich eine Methode natürlich nur, wenn ich auch Argumente habe. Hier ist das Beispiel mit der Image-URL zum Beispiel. Ich kriege einfach eine Image-URL über den Logon Pixel Service und kann mir zum Beispiel für meine Bildergalerie auch Testbilder generieren lassen, die dann von dem Service eingebunden werden. Kann ich sogar noch auf Kategorien erweitern, wenn ich nur Katzen haben möchte zum Beispiel. Und hier ist das Beispiel auch eine Zufallsnummer. Die Provider sind wie gesagt Packages, die Formatter kopieren. Also jeder Formatter ist einfach eine Methode auf einer PHP-Klasse. Die Provider teilen sich auf nach Themen, also personenspezifische Formatter gehen in die Person-Klasse, internetspezifische in die Internet-Klasse und so weiter. Die Modifier beziehen sich auf Unique-Daten, was wir vorher auch schon gesehen haben, wo ich es manuell nachgebildet habe. Oder optionale Daten, was wir auch im Eingangsbeispiel gesehen haben, wenn ich ein optionales Feld habe.
Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-Adresse abrufe vom Faker-Generator, dann komme ich jetzt, kann es passieren, dass ich irgendwann die gleiche E-Mail-Adresse natürlich bekomme. Das wäre jetzt doof für einen Username. Also kann ich es einfach mit einem Modifier prefixen, unique. Und das stellt sicher, dass auf dieser Faker-Instanz die E-Mail nur einmal vorkommt. Im Falle von optionalen Daten hätte ich hier den Fall, ich kriege einen Text von 150 Zeichen, zum Beispiel einen Beschreibungstext für ein Produkt. Wenn ich jetzt möchte, wenn diese Eingabe für diesen Produktbeschreibungstext optional ist, prefixe ich einfach mit optional den Modifier und gebe eine Wahrscheinlichkeit an, mit der ich hier einen Text haben will. Könnte dann natürlich genau meiner Applikation entsprechen, was ich so erwarte. Ist das ein Feld, was ziemlich sicher ausgefüllt wird oder eher weniger? Und bekomme dann nur noch mit der Wahrscheinlichkeit den Rückgabewert des Formatters oder Nadel, beziehungsweise kann ich auch einen Default-Wert angeben. Bis jetzt kamen immer englische Werte zurück. Habe ich, wie ich gesagt habe, fängt der richtige Schmerz erst bei der Lokalisierung an. Deswegen kann ich die ganzen Sachen auch in verschiedenen Sprachen abrufen. Dazu übergebe ich der Factory beim Erstellen des Faker-Generators eine Local und dann bekomme ich dementsprechend auch deutsche Namen, deutsche Städte, deutsch formatierte Telefonnummern. Also alle Datenpools sind deutschsprachig und alle Formate sind dann den deutschen Formaten entsprechend. Genauso natürlich für Französisch oder wo man sicher noch mehr Schwierigkeiten hat, zum Beispiel Japanisch. Hier geht es jetzt um reine Daten, die es eigentlich überall gibt. Also Namen, Städte und so gibt es überall. Es gibt aber auch noch einen zweiten Teil bei Lokalisierung. Das sind spezifische Daten, die es nur in bestimmten Ländern gibt. Die kann ich dann auch auf einem Faker-Generator-Objekt abrufen, die mit der Locale erstellt wurden, also Departements in Frankreich oder es ist interessant, was es da alles gibt, wenn man sich dann reinschaut, also in Schweden hat man eine Identifikationsnummer, in Kasachstan hat jedes Business eine bestimmte Nummer, die einem bestimmten Format entsprechen muss, nepalesische Distrikte und koreanische Gemeinden, also es ist ein weites Feld, wenn man es braucht. Sehr gut. Wenn einem die Formatter nicht ausreichen, wenn man was Eigenes braucht, aber man möchte es in den Prozess einbinden, also Faker ganz normal benutzen, aber eben bestimmte Felddaten fehlen jetzt, zum Beispiel Bitcoin-Adressen oder Kleidergrößen oder so, dann kann ich einen eigenen Formatter schreiben. Ich erstelle einfach eine Provider-Klasse mit einer öffentlichen Methode. In dem Fall, wenn ich jetzt eine spezielle Passwort-Enkodierung habe, übernehme ich einfach das Plain-Passwort und verschlüssel es nach meinen Vorgaben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Legacy-Applikation habe und kann diesen Provider registrieren bei Faker und anschließend ganz normal verwenden. Bevor man natürlich zu viel Arbeit reinsteckt, sich selbst alles zu schreiben, lohnt sich eine Recherche mal bei GitHub. Da gibt es auch einige Drittprovider, muss ich mir nur eine Klasse ziehen und dann habe ich jetzt auch vielleicht ausgefallenere Sachen wie Kronenausdrücke oder E-Mail-Nummern oder solche Sachen, wenn ich jetzt ein spezielles Geschäft habe. Da es vielleicht verwirrend sein kann für Kunden, wenn die jetzt meine Applikation anschauen, dass sie vielleicht nach jedem Update oder nach jeder Änderung verschiedene Daten bekommen, weil Faker generiert ja immer zufällig Daten, kann ich auch einstellen, dass ich immer die gleiche Reihenfolge an Fake-Daten bekommen möchte. Wem das Wort Seeding bekannt vorkommt, das kann ich als Zufallsgenerator festschreiben. Und genauso passiert es auch bei Faker. Ich setze einfach ein Seed mit einer bestimmten Zahl, dann bekomme ich Daten, ganz normal. Und wenn ich das Gleiche wiederhole, mit dem gleichen Seed bekomme ich immer die gleiche Reihenfolge an Daten. Das ist dann natürlich auch im Testing-Fall ganz gut, wenn man immer die gleichen Daten bekommt, glaube ich. Genau. Wie kann ich Faker bis jetzt integrieren? Wie gesagt, ist bis jetzt nur Plain PHP.
Faker selbst bietet auch schon ein Feature, Entities zu befüllen und zu persistieren. Das sieht so aus, ich erstelle einen Populator, sprich, ich möchte meine Datenbank populieren mit Daten und ich sage dem Populator einfach von dieser Entity, dieser Klasse, unter Angabe des Fully Qualified Class Names, möchte ich 50 Objekte haben. Und Populator Execute speichert mir es in der Datenbank und gibt mir die Primary Keys zurück. Das sieht jetzt etwas magic aus, aber wenn man sich überlegt, dass die meisten Entities ja entsprechende Namen haben für E-Mail, Username und so weiter, Faker errät einfach die passenden Daten. Also E-Mails werden mit E-Mail-Feldern, werden mit E-Mail befüllt und so weiter. Es gibt auch ein paar Aliase und so weiter. Ich kann das auch alles customizen, wenn ich Felder überspringen möchte oder einen anderen Namen habe. Aber das ist natürlich alles nicht so flexibel und nicht so explizit, deswegen gibt es dafür gleich noch eine bessere Lösung. Auf der anderen Seite kann ich mir Faker, auch wenn ich es in Symfony einfach benutzen will, kann ich es mir als Service registrieren. In dem Fall über eine Factory erstellt, wie wir es ja gesehen haben, aber das lässt sich ja im Container ganz gut abbilden. Ich kann den Seed auch einfach über Setter Injection setzen und dann könnte ich jetzt wieder zurückkommen zu meinem Doctrine Fixtures Bundle. Und anstatt meiner Laufvariablen, die nur die Daten unterscheidet, könnte ich jetzt schon mal Fake-Daten benutzen. Also ich hole mir einfach dann den Faker-Generator aus dem Container und benutze die Daten an der entsprechenden Stelle. Also ist mir die Arbeit schon mal abgenommen und es sieht schon mal viel besser aus. In PHP-Unit könnte ich mir zum Beispiel einen Trade schreiben, so haben wir das gerade im aktuellen Projekt gemacht. Dass mir auch einfach eine Faker-Instanz erstellt, seedet und ich binde den Trade ein. Und wenn ich zum Beispiel ein Buch brauche, in dem Fall ein New Book und eine ISBN, dann kann ich hier davon profitieren, dass ich mir einfach eine ISBN generieren kann. Kommt natürlich immer noch an, zu welchem Zweck man jetzt den Test braucht. Wenn man es jetzt explizit haben will, schreibt man es natürlich explizit hin. Aber wie eingangs erwähnt, kommt es ja oft vor, ich brauche einfach mal 50 Bücher in der Datenbank und es geht mir um was ganz anderes, zum Beispiel, dass vielleicht 13 davon gelöscht werden, wenn ich irgendeine Operation ausführe. Dann ist immer die Frage, wie kriege ich die in die Datenbank? Und da kann ich hiermit wahrscheinlich einige Validierungen, wenn ich sie drauf habe, zufriedenstellen. Also mit Faker wäre es schon mal gelöst, ich kann realistische Testdaten erzeugen. Ich muss mir keine Daten selber beschaffen, mühsam zusammensuchen aus dem Internet, Listen formatieren, in den Arrays formatieren und so weiter. Ich kann einfach Bedingungen erfüllen, wie eine Zahl muss zwischen dem und dem Wert liegen, ein Geburtsdatum sollte älter sein als 1990 und so weiter. Zufallslogik haben wir gesehen, einfach zufällige Elemente aus einem Array wählen. Ich kann es reproduzierbar laden, wenn ich Seed anwende, ich bekomme dann über die gleichen Daten und ich habe Lokalisierung direkt eingebaut. Was jetzt ein bisschen gefehlt hat, haben wir bei dem Populator gesehen, das war vielleicht ein bisschen zu nicht explizit genug. Vielleicht möchte ich lieber genauer sehen, wie meine Objekte genau befüllt werden und wie organisiere ich das Ganze, weil bisher habe ich es auch noch in PHP gehabt und in dem Fall, wenn ich jetzt große Fixture-Mengen habe, das ist vielleicht in PHP nicht ganz so lesbar, also wie kann ich es besser organisieren? Und in dem Fall kommt die zweite Bibliothek ins Spiel, die Alice heißt. Ich dachte, das Bild passt ganz gut. Das ist ein bisschen Magic ins Spiel bringt, was ganz nett ist. Das ist auch nicht von mir die Bibliothek, sondern von dem wohlbekannten Jordi Poggiano von Composer. Unter anderem Installation erfolgt auch ganz einfach. Hat jetzt nur dann eine Abhängigkeit auf Faker, weil er das Faker integriert und zu YAML, weil ich zur Symfony YAML Komponente, weil ich meine Fixtures jetzt anschließend schön in YAML schreiben kann, so wie im Eingangsbeispiel von Symfony 1 noch. Eingebunden Loader erstellt und mit dem Loader kann ich jetzt eine YAML-Datei laden. Und wie der Variablename Objects schon suggeriert, kann ich in dieser YAML-Datei Objekte beschreiben, die ich
die ich gerne befüllen möchte. Also gehe ich mal in die YAML-Datei. Sieht dann ziemlich ähnlich aus wie im Eingangsbeispiel. Okay, mit Namespaces jetzt. Ich erstelle einfach mal zwei User und beschreibe genau, wie die aussehen sollen von den Daten her. Das ist jetzt natürlich ziemlich langweilig, weil es statisch ist. Da könnte ich jetzt lange beschreiben, wenn ich jetzt 1000 User haben möchte. Also kommt ein bisschen Magic ins Spiel, was man als Alice Code bezeichnen kann. Und das ist im Prinzip das, was ich mit PHP gemacht hätte, wenn ich es in YAML verwenden würde direkt, aber in einer schöneren Syntax, so dass es lesbar bleibt. Im Falle von 50 Usern zum Beispiel gebe ich einfach eine Range an und bekomme jetzt plötzlich 50 User und das alles in nur 4 Zeilen, in dem Fall mit 2 Properties jetzt. Es könnte jetzt ein Problem geben, da die Daten nicht dynamisch sind selbst. Dann kann ich wieder meine Laufvariable benutzen. Damit hätte ich schon mal Dynamik drin und ich hätte Unique User. Diese Spitzenklammern sind jetzt das, was den wichtigsten Teil von Alice ausmacht. Denn es ist eigentlich, Current ist nur ein Spezialfall eines Faker-Formatters in dem Fall. Denn in Spitzenklammern kann ich auch Faker-Formatter verwenden. Und somit habe ich das komplette Datenset, was wir vorher gesehen haben bei Faker, in Alice zur Verfügung. Das Ganze sieht dann so aus, dass ich einfach, wie vorhin gesehen, die Faker-Formatter verwende und jetzt in den wenigen Zeilen realistisch befüllte User bekommen, 50 Stück. Genauso kann ich Formatter auch mit Argumenten verwenden. Das sieht dann so aus, wenn ich ein Geburtsdatum zum Beispiel brauche. Ich kann damit Bedingungen erfüllen, wie wir vorhin gesehen haben, wenn zum Beispiel, oder in dem Fall der typische Beispiel created und updated. Ich kann Variablen verwenden, indem ich einfach ein Dollarzeichen verwende, wie von PHP gewohnt. Und diese Variable bezieht sich immer auf eine Property des Objekts, die zuvor definiert wurde. Also kann ich in dem Fall das created Datum als Untergrenze des updated Datums verwenden, weil es somit realistischer wäre. Anstelle umgekehrt. Auf einer globalen Ebene gibt es noch was Ähnliches. Ich kann mir einfach Variablen als Parameter rausziehen, wenn ich etwas Überreiz brauche. Und dann Parameter verwenden, als Parameter verwenden. Wenn ich jetzt den Fall habe, dass ich random Elemente aus einem Array auswähle, in dem Fall wieder zum Skill-Beispiel zurück, ich möchte jetzt hier im User-Profil 2 Skills setzen, dann hätte ich jetzt diese 2 allerdings hart kodiert da drin und das wäre auch nicht mehr, wenn ich jetzt realistisch haben möchte, dass ein User vielleicht keine Skills angibt, einer gibt vielleicht 2, ein anderer 3, dann kann ich sowas verwenden wie Faker in Faker, einer Fake Closure und kann gefakte Argumente auch für andere Faker-Formatter benutzen. In dem Fall bekomme ich dann 0 oder 3 Elemente aus dem Array. Das Null ist hier nur als, das entspricht der Local hier, also für lokal relevante Formatter kann ich hier auch eine Sprache angeben. Wenn ich den Unique Modifier anwenden möchte, funktioniert das so, dass ich einfach in Klammern schreibe, dass diese Property unique sein soll. Wenn ich den Optional Modifier anwenden möchte, kann ich so eine Art ternären Operator anwenden und bekomme nur mit 35%iger Wahrscheinlichkeit hier einen Text. Also sprich, es ist alles abgebildet, was wir in Faker gesehen haben, nur in Alice Code geschrieben. Ich kann sogar die Sprachen mischen in dem Fall. Das wäre jetzt mit Faker Plain nicht so einfach. Ich gebe ja nur einmal am Anfang beim Instanzieren die Sprache an. Das kann ich bei Alice auch machen. Beim Loader kann ich die Sprache angeben, die ich haben möchte für die Daten. Aber ich kann es auch mischen innerhalb der YAML-Files. Im Fall, was wir auch vorhin gesehen haben, bei den Forms, wenn etwas über den Konstruktor gesetzt wird, kann ich es auch machen, über das Spezial-Keyword hier. Wenn man den Schritt weitergeht, dass das Money vielleicht ein Value-Object ist, kann ich auch sagen, dieses Objekt möchte ich gar nicht in der Datenbank haben und es quasi als lokal kennzeichnen, wenn ich es nur als Referenz für ein anderes Objekt benutzen möchte.
weil es dort als Value Object benutzt wird auf einer anderen Entity zum Beispiel. Wenn wir schon bei Objektreferenzen sind, das ist das, was dann im Doctrine Fixtures Bundle etwas hässlich wird, wenn man dort seine Referenzen selbst registrieren muss und dann woanders wieder rausziehen muss. Da bietet Alice einfach das Add-Prefix, mit dem ich in einer anderen User referenzieren kann, in dem Fall. Also wenn ich jetzt Teams zusammenstellen möchte aus Usern und ich möchte, dass das Team Red 3 Members hat, dann gebe ich einfach mal explizit 3 User an. Also eine 1-zu-n-Beziehung. Jetzt sind die sind jetzt hart ausgewählt aus dem Set. Das kann ich auch per Zufallsprinzip machen. So kriege ich 3 zufällige User aus dem zuvor definierten Set. Also bezieht sich immer auf den Key der jeweiligen Entity, User 1 bis 50. Wem das zu viel Schreibarbeit schon ist, der verkürzt es einfach zu 3-mal User. 3-mal beliebiger User. Und wer jetzt vielleicht einmal 2 User noch haben möchte oder einmal 0 User haben möchte, der schreibt es dann nochmal um und benutzt für die Anzahl der User einen Träger vom Meta wieder und so bekomme ich zwischen 0 und 3 Usern zufällig. Im Alice Code kann ich auch nicht nur Variablen benutzen, die sich auf eine vorherige Property beziehen. Ich kann auch von Objekten Properties abrufen. Somit bekomme ich zum Beispiel die gleichen Members in Team Blue, wie zuvor im Team Red verwendet werden. Also es bietet sehr viel Flexibilität, sich seine Datensets zusammenzustellen nach Belieben. Wie kommt das Ganze jetzt in die Datenbank? Nochmal zurück zum Thema Persistenz. Wir haben gesehen, der Loader wird erstellt. Ich ziehe mir die Objekte aus einem YAML-File. Somit haben wir jetzt gesehen, was eigentlich im YAML-File drin ist. Ich bekomme diese Objekte, die ich beschrieben habe, als echte PHP-Objekte zurück und übergebe sie dann einem Persister, in dem Fall Doctrine. Das könnte auch andere Implementierungen geben für andere OMs. Und ich persistiere die Objekte. Und somit habe ich meine Fixtures in der Datenbank. Dafür gibt es auch einen Shortcut, mit dem ich auch mehrere YAML-Files laden kann. Oder gleich alle YAML-Files aus einem Folder. Und somit kann ich mir richtig große Sets an Daten mit wenig Code laden. Alice Code bietet auch noch viel mehr, um Redundanz vor allem zu reduzieren, wie Templates, Datei-Includes, oder ich kann mich in den Prozess einklinken, um noch Sachen zu verändern oder so. Das wären jetzt fortgeschrittene Sachen, die man auch gerne in der Doku noch nachlesen kann. Ein paar Einschränkungen, auf die ich gestoßen bin, so im Laufe der Benutzung. Das sind große Datenmengen, also wie es halt mit PHP so ist, wenn man sehr viele Objekte erzeugt, dann wird es manchmal eng. Also es ist jetzt nicht darauf ausgelegt, da wirklich massive Datenmengen zu laden, aber für den Normalgebrauch also reicht es auf jeden Fall. Zum Beispiel der Pool an Namen, wie ich vorhin gesagt habe, ist bei 1000 oder so. Dann würde es sich auch schon wiederholen. Also in dem Bereich ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn man jetzt massiv Daten hat, dann könnte es mal zum Speicherproblem kommen. Wenn man komplexe Fake-Daten hat oder welche, die voneinander irgendwie abhängig sind, zum Beispiel wenn man eine echte Adresse haben will, die vielleicht auch gleichzeitig noch eine echte Geo-Koordinate hat, die wirklich der Adresse entspricht, dann wird es etwas komplizierter. Diese Formate, die sind komplett unabhängig voneinander. Also wenn ich eine Stadt abrufe, City, dann bekomme ich eine Stadt und wenn ich danach eine Straße abrufe, dann ist es auch einfach eine Zufallsstraße, die jetzt nicht in dieser Stadt liegt oder so. Also wenn ich so komplexe Daten oder konsistente Datensets haben möchte, dann muss ich selber was tun, was nicht unmöglich ist. Ich kann auch Faker zur Unterstützung dafür verwenden und quasi Formatter einfach erweitern oder mir Faker Input geben lassen für meinen eigenen Formatter und daraus was machen. Also es ist alles nicht unmöglich. Aber da erfordert es dann eben ein bisschen Custom-Arbeit. Aber es hat immer noch den Vorteil, dass ich die Unterstützung für die grundsätzlichen Sachen habe. Und bei Faker ist der Release-Zyklus etwas langsam. Das war jetzt nur jährlich veröffentlicht und ich habe gesehen, da sind schon so viele neue Daten-Provider
eigentlich drin. Wenn man jetzt da speziell was bräuchte, dann wäre das noch nicht released, weil natürlich aus anderen Ländern Leute was beisteuern für spezielle Formate, die man selber vielleicht gar nicht kennt jetzt aus anderen Ländern. Aber man kann sich trotzdem selber reinkopieren, die Klasse in dem Fall. Im Moment haben wir jetzt gesehen, dass noch alles unabhängig war. Faker, Plain benutzt, Alice, Plain benutzt. Wenn ich es jetzt in Symfony oder Behead benutzen möchte, die zwei Integrationen möchte ich jetzt noch vorstellen im letzten Teil, dann fehlt ja so ein kleiner Teil. Wie überbrücke ich das? Wie bekomme ich Faker und Alice in Symfony und Behead? Im Falle von Symfony ist der Fall natürlich klar. Ich benutze einen Bundle. Da gibt es drei verschiedene, die ziemlich populär sind. Das ist jetzt mein Favorit. Es soll aber keiner daran gehindert sein, sich die anderen auch anzuschauen. Ich finde das nur sehr, sehr einfach gehalten. Man tut einfach per Konvention seine Alice-Dateien in ein vordefiniertes Verzeichnis und mit einem Konsolenkommando lädt man diese Dateien. Somit ist man ziemlich genau bei dem, was ich bei Symfony 1 am Anfang vorgestellt habe, außer dass ich jetzt die ganze Magic von Alice habe und die ganzen Fake-Daten dazu. Aber ich habe jetzt den gleichen Komfort. Das Load-Kommando bietet noch diverse Annehmlichkeiten, dass ich auch das Schema resetten kann gleichzeitig, dass ich meine Locale angeben kann, sodass ich abwechselnd verschiedene Sprachen auch laden könnte, dass ich Daten aus bestimmten Bundles lade oder die Dateinamen filtere. Also könnte ich mir zum Beispiel Sets von verschiedenen Daten zusammenstellen, zum Beispiel eines für den Kunden so und so, eines für den Kunden so und so, eines für Entwicklungszwecke, eines für Testzwecke und könnte die dann auch unabhängig voneinander laden. Wenn ich einen eigenen Provider einklinken möchte, haben wir vorhin gesehen, ich schreibe mir eine eigene Klasse dazu und eine Public Methode für den Formatter. Wie bekomme ich das dann am einfachsten geladen oder registriert? Den Provider registriert oft an Faker. Ich benutze einfach einen Container Tag und gebe meine Klasse an, wo meine Formatter drauf sind. Und schon kann ich diese Formatter auch benutzen. Und das war es eigentlich schon mit der Symfony-Integration. Ziemlich einfach. Bei Behead ist vielleicht eine nette Sache, die noch nicht jeder kennt, auch von KMP Labs zufällig. Friendly Context. Diese Bibliothek bietet einige Kontexte zur Verfügung, nicht nur für den Fall, den ich jetzt gleich vorstelle, sondern diverse weitere auch noch, die einfach mir Step Definitions für Behead zur Verfügung stellen, die mir Sachen sehr vereinfachen. In dem Fall ein Entity-Kontext wäre der erste Fall. Der Entity-Kontext bietet Unterstützung beim Laden von Entities zu Testzwecken in Behead. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn ich diesen Kontext enabled habe, kann ich einfach Step Definitions schreiben wie given there are 33 users und es befinden sich 33 User in meiner Datenbank für diesen Test, den ich danach beschreibe. Also wenn ich jetzt einen Test habe zum Beispiel, den mir auch nur wieder etwas an der Anzahl der User zum Beispiel verändert, dann brauche ich ja erstmal 33 User zum Beispiel und danach schaue ich nach, was sich darin verändert hat. Das funktioniert jetzt auch mit dem Populator, also ich bekomme automatisch die Testdaten generiert. Ich kann auch Felder davon ausnehmen, indem ich einfach eine Tabelle zusätzlich angebe und die Daten, die ich wirklich fix haben möchte, weil ich damit im Test arbeite, die gebe ich fix an, alles andere wird weggefaked. Also in dem Fall wird alles gefaked und in dem anderen Fall gebe ich an, was ich für meinen Test brauche und der Rest wird weggefaked, damit ich mich darum einfach nicht kümmern muss. Anstatt dass ich mir eine eigene Step-Definition schreibe, in der ich die Entity selber erstelle, in der ich die ganzen Daten selber befülle, habe ich einfach so schon zur Verfügung. Ein nettes Zusatzfeature hier auch, Reset Schema, einfach als Tag oben drüber gesetzt und meine Datenbank wird davor in einen cleanen Zustand gebracht und ich kann meine User quasi in eine leere Datenbank laden, sodass mein Test auch unabhängig ist.
ganz kleine Konfiguration ist zu der Sache erforderlich. Ich gebe nur an, aus welchem Bundle sich Entities laden möchte. In dem Fall App-Bundle und Log-Bundle. Und Beard erkennt, allein an dem Wort Users, dass es sich um eine User-Entity aus einem der Bundles handeln sollte und sucht dort. Um jetzt das Ganze wiederum auf Alice zu erweitern, gibt es den Alice-Kontext, der mir Step-Definitions anbietet, oder beziehungsweise Tags anbietet, mit denen ich auch meine Datenbank in einen bestimmten Zustand versetzen kann vor meinem Test, aber eben mit den Annehmlichkeiten von Alice. Dazu gebe ich in der Konfiguration unter einem Key, zum Beispiel für meinen bestimmten Use Case, eine YAML-Datei an, die Alice Code enthält, wie wir vorhin gesehen haben, und kann diesen Use Case, der die Fixtures aus der YAML-Datei enthält, einfach per Tag vor meinem Test laden. Was dann ziemlich, ziemlich bequem aussieht, wie ich finde. Ich könnte jetzt zum Beispiel, auch in dem Fall habe ich es jetzt auf Use Case beschrieben, da kann ich jetzt einen ganz bestimmten Zustand herstellen für meinen Test. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich brauche für mehrere Tests zum Beispiel einfach einen Pool an User. Also tue ich mir eine Users-YAML-Datei erstellen, die User enthält, kann ich genauso benutzen. Und wenn ich es in Kombination brauche, kann ich die Tags auch kombinieren. Ich habe User plus einen bestimmten Use Case. Die Ladereihenfolge wird hier auch so berücksichtigt, wie ich es im Tag angebe. Da gibt es noch diverse mehr Features, aber das gibt ganz gut wieder, was man damit machen kann. Einfach die Annehmlichkeiten von Faker und Alice zu benutzen, um sein Testszenario herzustellen. Es gibt noch weitere Integrationen, die ich jetzt zum Schluss noch kurz anreiße, die auch auf Faker-Daten benutzen. Zum Beispiel gibt es auch eine Faker-Kommando auf der Kommandozeile. Faker CLI genannt, wenn ich zum Beispiel einfach für Tests, die ich irgendwo manuell ausführe, irgendwelche Daten brauche, dann muss ich mir die erstmal beschaffen. Dazu könnte ich jetzt bequem Faker benutzen, aber mit PHP macht es nicht so viel Spaß. Also kann ich es auch über die Kommandozeile machen. Ich gebe einfach das Faker-Kommando an, welchen Formatter ich haben möchte und bekomme eine Liste an kritischen Postleitzahlen zum Beispiel, die ich jetzt vielleicht für QA-Leute oder so benutzen kann. Genauso könnte ich mir auch direkt in die Zwischenablage kopieren, wenn ich zum Beispiel meine Kreditkartennummer brauche. Kann der auch die dazugehörige Überprüfungsnummer dann nehmen? In dem Fall bezieht es sich nur auf die Kreditkartennummer. Aber die. Kann ich da zumindest den Typ angeben? Also Kreditkartennummer und die? Es gibt, also die Kreditkartendaten kann ich alle einzeln erstellen, aber müsste ich jetzt nachsehen, ob man auch den Typ angeben kann. Also die ganzen Brands sind auch hinterlegt als eigener Formatter. Kann ich mir nachher nochmal anschauen. Es gibt, wie gesagt, Faker gibt es auch noch in anderen Sprachen wie Ruby oder Perl. Aber was das Relevanteste vielleicht für uns jetzt noch wäre als PHP-Entwickler, wäre noch in die JavaScript-Richtung zu schauen. Da gibt es auch das entsprechende Projekt Faker.js, was ich in Node verwenden kann oder als Datei einfach nur als JavaScript-Datei-Bibliothek im Browser einbinden kann und dann Testdaten im Browser verwenden kann für clientseitige Geschichten. Und es bietet auch einen Hosted-API-Service, wo ich mir Testdaten auch direkt online abrufen kann, zum Beispiel per Curl oder Postman oder im Browser direkt. Da gebe ich einfach an als Parameter, welchen Formatter ich haben möchte. In dem Fall ein Avatarbild und ich bekomme eine URL zurückgeliefert, die tatsächlich dann ein Avatar-ähnliches Bild liefert. Aus einem S3-Bucket in dem Fall. Genau, also JavaScript wäre damit auch abgedeckt für Testdaten. Es gibt auch ein grafisches User-Interface quasi für Faker, mit dem ich mir auch Fake-Daten zusammenklicken kann, welche Felder möchte ich haben, möchte ich den Export als CSV haben, als SQL, als PHP-Arrays, also die gängigen Formate sind unterstützt, ich kann mir grafisch einfach zusammenklicken und kann mir ein Set an Daten erstellen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Alice und Faker zusammen mit verschiedenen Integrationen und Testdaten Stack bilden, mit dem ich in dem Bereich sicher
sicher viel verbessern kann, wer jetzt vielleicht nicht so schöne Testdaten bis jetzt hat. Das wäre es zum Thema Testdaten. Wenn noch Fragen sind, gerne. Gerne auch später, Twitter, Homepage und gerne auch bewerten. Offen für Anregungen und Kritik auf Joint In. Und bedanke ich mich fürs Zuhören.